Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 20. Wir sind zurück in der Super Bowl-Reihe What If. Wir sind im Super Bowl 9 unterwegs. Vikings vs. Steelers. Die Vikings haben in den 70er Jahren alle Super Bowl-Teilnahmen vergeigt. Also werden wir jetzt wohl mal andersherum machen. Es geht gegen die Steelers. Dann schauen wir uns mal die Konstellation hier an. Wir liegen mit 6:9 zurück. Die Steelers haben einen dritten Versuch und Goal an meiner 4-Yard-Linie, noch 3:38 zu spielen im vierten Quarter. Wir haben noch zwei Auszeiten, die Steelers keiner mehr. Wir müssen hier einen Goal-Line-Stand hinlegen. Da hilft alles nichts. Gegen Big Ben, gegen die Steelers. Also, erst einmal ganz wichtig, hier keinen Touchdown zulassen. Big Ben unter Druck, überwirft. Da war der ja die Pressure zu hoch. Wir haben einen vierten Versuch und Goal. Und damit müssen die Steelers mit dem Field Goal vorlieb nehmen. Und das ist ganz wichtig, denn jetzt führen die Steelers zwar mit 12:6, aber halt nur mit 6 Punkten. Heißt, mit einem Touchdown und einer anschließenden erfolgreichen PET gehen wir hier in Führung. An der 4-Yard-Linie nimmt Deion Sanders den Ball auf. Der Return kommt an die 29-Yard-Linie. Wir haben einen ersten Versuch und 10. Wir starten mit dem Tight End in. Witten attackiert die Mitte. Wir achten mal auf Terrell Owens im Slot. Und halt auch, wie sich der Safety hier verhält. Aber wir gehen tief auf Terrell Owens. Der ist frei. Da bekommt der Slot-Cornerback nicht die Unterstützung durch den Safety. Und Terrell Owens zieht durch. So, das meine ich. Jetzt steht es unentschieden 12:12. Aber wir sind ja Two-Point-Conversion-Fan geworden in diesem Jahr. Andy Reid hat uns da angesteckt. Terrell Owens im Slot. Hält den Ball fest. Die Cowboys führen 14:12 gegen die Pittsburgh Steelers. So, das heißt, damit sind wir da richtig gut ins Spiel reingekommen. Der Kick. Oh, der war gut. An der 3 hatte die Probleme beim Return. Und jetzt müssen die Steelers sage und schreibe bei der 1-Yard-Linie anfangen. Das ging mal komplett in die Hose. Und von der 1-Yard-Linie aus, seid mir nicht böse, liebe Steelers, das schreit nach Blitzen. Erster und 10 an der 1-Yard-Linie. Connor versucht aus der Endzone heraus, kann nicht getackelt werden. Kommt an die 3-Yard-Linie, zweiter Versuch und 7. Wir blitzen weiter. Zweiter und 7 von der 3. Wieder Connor, da verliert er ja. Oh nein, ich dachte gerade, er hätte verloren, aber der Ball ist weiterhin an der 3-Yard-Linie platziert. Dritter Versuch und 8 jetzt. Das ist so und da ist der Safety. Van der Esch kommt durch. 16:12 damit die Führung für die Cowboys. Die Steelers müssen den Ball mit einem Free Kick abgeben. Sanders nimmt den Ball auf. Retourniert an die 33-Yard-Linie. Wir haben noch 5 Sekunden zu spielen bis zum 2-Minute-Warning. Die Aufgabe war, das Spiel zu gewinnen. Da sind wir klar auf Kurs. Die Steelers haben keine Auszeit mehr. Holen wir noch ein, zwei First Downs, ist das Ding hier durch. Gegen die Steelers, gegen den Steel Curtain, holt Emmitt Smith ein neues First Down. Wir sind beim Two-Minute-Warning. Es laufen die letzten 2 Minuten der Partie. Emmitt Smith mit dem Run über die rechte Seite. Boah, da kommt er nicht nach vorne. Zweiter Versuch und 12. Also durch ist das Ding hier noch nicht. Zweiter und 12, Ball an der 47-Yard-Linie. Emmitt mit dem nächsten Run, kommt an die 49. Jetzt ist es ein dritter Versuch und 10. Cowboys versuchen es mit einem Run. Über die Außen, über die linke Seite. Oh, was für Moves. Einmal nach links, einmal nach rechts.
Und jetzt hat er einen First Down an der 25-Yard-Linie und das war's. Eine Wahnsinns-Einzelaktion des Running Backs der Cowboys. Die Uhr läuft weiter und jetzt kann es eigentlich genauso auch weitergehen. Emmitt Smith mit dem Run. Nicht mehr zu stoppen, der Running Back der Cowboys. Wir sind an der 16-Yard-Linie. Second and Inches. Noch ein paar Zentimeter fehlen für ein neues First Down. Und die Uhr rennt hier unerbittlich runter. Elliott mit dem First Down. Das könnte schon das letzte Play gewesen sein. Genauso ist es. Das Spiel ist aus. Wir schlagen die Steelers. 16-12 in dieser Challenge. Alle 4 Sterne geholt. Maximum Stars. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.